Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen... Nani? Omae wa mou shindeiru. Igel-Video. Und ja, Freunde, heute gibt es mal wieder Serienfehler aus berühmten Kinder. Serien. Und ja, insgesamt sind es 2 Serien, aber ich habe wirklich eine Menge Fehler gefunden. Und zwar aus verschiedenen Episoden. Und ja, was kann man noch großartig sagen? Ich bin gerade... Okay. Ich bin gerade aus Köln zurückgekommen und ich bin froh, wieder im Wald zu sein. Nein, Köln ist natürlich nice, aber Leute, ich habe den Wald vermisst. Schaut euch das mal an. Überall Bienen. Wisst ihr, was aber jetzt schlimm ist? Ich bin hier in so einem Waldweg und hier gehen manchmal Leute spazieren und wenn die mich jetzt hier so sehen, wie ich hier in eine Kamera reinspreche, dann... Hello darkness, my old friend. Das wäre richtig peinlich. Ich hoffe, keiner kommt vorbei. Okay, haben wir genug... Ich glaube, wir haben genug erzählt, Leute. Fangen wir mit dem Video an. Let's fucking go! Serie Nummer 1, Freunde, ist Hey Arnold. Ja, der gute alte Football-Schädel. Wir haben in letzter Zeit eine Menge zu Hey Arnold gemacht. Da war ja irgendwas mit Helga Patakis Mutter, dass sie ja eigentlich eine Alkoholikerin ist. Und da gab es noch irgendwas. Ich habe jetzt aber gerade vergessen, was. Ja, aber heute geht es halt wieder um Hey Arnold und diesmal sind es halt Serienfehler. Und zwar gibt es eine Folge, wo Arnold und die ganzen Schulfreunde von ihm Bowling spielen möchten und so einen Trainer haben. Und in dieser Folge, Leute, sind extrem viele Fehler. Passt auf, in dieser Folge sind Arnold und Gerald im Bowling Center im Klo. Zusammen, komischerweise. Aber, okay. Achtet mal auf die Farbe der Tür. Welche Farbe ist das? Denn im nächsten Cut ist die Tür auf einmal braun. Da haben wir Fehler Nummer 1. Kurze Zeit später spielen die alle Bowling und dann ist Eugene dran. Und wie man sieht, liegen dort 3 Kugeln. Er nimmt die rote und will sie werfen. Und direkt danach ist sie wieder dort auf dem Kugeldock-Dingsbums. Also da, wo die Kugeln halt immer stehen. Kugeldock-Stelle oder so. Und eigentlich hat er ja die Kugel genommen. Die müsste eigentlich weg sein, aber natürlich ist sie nicht weg. Und wieder einige Zeit später achtet hier mal auf den Fußboden. Da sind so Fliesen in Pink und Blau. Danach ein paar Cuts weiter ist der Boden ganz anders auf einmal. Hä? Da war noch gerade noch Fliesen in Blau und Pink. Jetzt ist er ganz anders. Okay. Wie heißt eigentlich nochmal diese Schwarzhaarige? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall ändert sich die Farbe ihrer Hose. Wie man sieht, ist ihre Hose schwarz. Jetzt aber, what the fuck, ihre Hose ist jetzt blau. Aber es wäre ja kein Serienfehler, wenn die Hose danach nicht wieder schwarz wäre. Sie ist jetzt wieder schwarz. Hä? Wie kann man das denn, wenn man das animiert? Da muss man doch sehen, aha, die Hose war schwarz, jetzt mache ich sie wieder schwarz. Warum machen sie die blau? Und sagt mir jetzt nicht, die Fehler machen sie mit Absicht. Das habe ich schon öfter gelesen. Warum sollte man Fehler mit Absicht einbauen? Das macht doch keinen Sinn. Jetzt habe ich noch 2 Fehler in einer anderen Folge. Nämlich in der Folge, wo Gerald bei Arnold übernachtet. Arnold hat ja immer so ein richtig cooles Zimmer. Aber ich war ja so eifersüchtig auf sein Zimmer. Auf jeden Fall sind die beiden in seinem Zimmer und der Opa kommt rein und erzählt den beiden Geschichten. Gruselige Geschichten. Und auf dem Bett von Arnold war ein Karton zu sehen. Der aber hier in diesem Cut fehlt. Und Leute, es wäre ja kein Fehler, wenn dieser Karton nicht wieder einfach auftaucht. Denn einige Cuts weiter ist der Karton wieder zu sehen. Hinter Gerald. Nice. Nice, nice, nice. Ach, und die Hausschuhe von Gerald. Achtet hier mal auf die Farbe. Denn jetzt sind sie auf einmal so blau-lila.
Warum? Warum? Hallo? Guck mal. Ja, ich mach nur so ein paar Aufnahmen. Keine Fotos. Nee, das sind so Aufnahmen einfach nur. Ja. Mach ich. Schönen Tag noch. Tschüss. Ich hätte woanders hingehen sollen. Fuck. Das war gerade richtig peinlich. Ich glaube, die haben gehört, wie ich hier rumgebrüllt habe. Hello darkness, my old friend. Das war gerade das Peinlichste, was mir hier passiert ist. Kommen wir nun zu den SpongeBob-Schwammkopffehlern. Und zwar in der Folge von Oma Schwammkopf, wo man sie das erste Mal sieht. Und zwar wird ja SpongeBob am Anfang der Folge von den Leuten aus der Krossenkrabbe, also von diesen Fischen und Thaddäus und so, ausgelacht, weil er ja von seiner Oma so geküsst worden ist und so, er halt so angeblich ein kleines Kind ist. Und da muss ich einhaken, Leute, denn es ist nichts, es ist wirklich extrem cool eigentlich, von seiner Oma ein Küsschen zu bekommen. Ich mag sowas. Auf jeden Fall bringt ihm Patrick danach bei, wie es ist, erwachsen zu sein. Und die beiden gehen zu SpongeBobs Großmutter. Hier in der Szene, wo die beiden am Tisch sitzen und diskutieren, muss man mal auf den Teller und das Glas Milch auf dem Tisch achten. Denn jetzt auf einmal sind sie verschwunden. Weg. Kommen wir zur nächsten Folge, und zwar ist es die Folge Das Tentakelparadies. Zwar die Folge, wo Thaddäus halt auszieht, weil SpongeBob und Patrick ihn so hart nerven und er halt so ein Tentakelparadies findet, wo halt alle so wie Thaddäus sind. Und hier sind auch einige Fehler. Denn als Thaddäus in sein Haus einzieht, sieht man an jeder Tür eine Zahl. Jedoch sind diese verschwunden, wenn er wegrennt. Da muss man mal erstmal drauf achten. Das ist Detektivarbeit, Leute. Ich bin ein Detektiv. Und als Thaddäus dann in den Laden geht später, um sein Brot in der Dose zu kaufen, stellt er sein Fahrrad vor dem Geschäft ab. Als er allerdings wieder rauskommt, steht das Fahrrad nicht mehr dort. Fehler Nummer 2. Und kommen wir zum letzten Fehler in dieser Folge. Denn als Tag 2 im Tentakelparadies beginnt und man die Radfahrer sieht, haben die Häuser im Hintergrund nur zweistellige Nummern. Kurz darauf allerdings, als Thaddäus sagt, sieh an, heute fahren wohl alle Fahrrad, sind die Zahlen wieder dreistellig. Also zuerst waren die Zahlen halt zweistellig, als sie gefahren sind, ne? Und dann auf einmal dreistellig. Und ja, das war's mit den Fehlern in Tentakelparadies und in der Folge Omas Schwammkopf. Ich habe aber noch mehr Fehler für euch, Freunde. Ihr wollt ja immer lange Videos und ja, ich mache jetzt mal lange Videos. Weil ständig sehe ich in irgendwelchen Instagram-Kommentaren, Hige, mach mal bitte längere Videos. Oh. Und auf Instagram-Kommentare höre ich, Leute. Wirklich. Weil die Leute sind auf mein Profil gegangen und sind mir gefolgt. Das heißt, ich gebe denen auch was zurück. Ich mache jetzt das, was sie mir sagen. Okay. Kommen wir nun zu den Fehlern in der Folge, wo Sandy ihren Winterschlaf halten möchte und so viel Zeit mit SpongeBob wie möglich verbringen möchte. Und dann will sie ja mit ihm immer irgendwelche verrückten, abgedrehten Sachen machen, die SpongeBob irgendwie immer verletzen. Sie zwingt ihn mit auf die Piste und weckt ihn danach mitten in der Nacht auf, um kalt baden zu gehen. Okay, wo ist hier bitte der Fehler? Die baden unter Wasser in einem See. Wow, naja gut. Das Ding ist ja, es ist ja SpongeBob und das soll ja witzig sein. Also ist das nur so ein kleiner Fehler. Aber was mich daran stört ist, dass Sandy ihren Körper, also ihre Arme, Beine und so bewegen kann, obwohl sie eingefroren ist. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Fehler Nummer 2 in dieser Folge. SpongeBob sagt, er und Sandy hätten nur noch eine Woche. Laut SpongeBob also 186 Stunden zusammen Zeit, bis Sandy halt ihren Winterschlaf beginnt. In einer Woche, aber dann haben wir ja noch 1, 2, 3, 186 Stunden Zeit. Allerdings ist das hier ein Synchronsprecherfehler, glaube ich. Denn SpongeBob, also der Sprecher von SpongeBob, hat die beiden letzten Zahlen miteinander vertauscht, also verdreht. Denn eine Woche hat 168 Stunden, nicht 186 Stunden. Und ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, weil man im Englischen ja die Zahlen andersrum ausspricht. Und dann hat der deutsche Sprecher das einfach so übernommen und das war halt falsch. Tja, man muss tricky sein, Leute. Tricky. Kommen wir nun zur letzten Folge mit den Fehlern. Und zwar in der Folge, wo Patrick und SpongeBob einen Ballon klauen. Am Ballon-Gratistag.
Und danach verlassen die beiden ja Bikini Bottom, weil sie denken, sie sind Schwerverbrecher, so wie ich. Auf jeden Fall, als SpongeBob und Patrick... Hallo? War da gerade was? Das Ding ist, heute ist es früh morgens, ne? Also 10 Uhr und für YouTuber ist das früh. Und in der Früh laufen hier manchmal Wildschweine rum. Deswegen, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Really, nigga? Auf jeden Fall, als SpongeBob und Patrick einen letzten Blick auf Bikini Bottom werfen, packen sie ihr Handgepäck und Patrick versucht, sein Haus mitzuschleifen. Aber er kann es ja keinen Zentimeter weiter bewegen, weil es ja übertrieben schwer ist, ne? So. Wie kommt aber Patricks Haus dorthin? Ich meine, er wohnt doch in Bikini Bottom. Und nicht irgendwo anders. Und er sollte ja eigentlich neben SpongeBob... So viele dumme, unlogische Sachen in SpongeBob. SpongeBob sagt danach, dass sie mit leichtem Gepäck besser reisen könnten. Und hat deshalb einen Reisebeutel dabei. Er nimmt ihn aber gar nicht mit, wie man sieht. Also er sagt, er braucht einen Reisebeutel und danach hat er auf einmal gar nichts mehr. Und nun kommen wir zum letzten Fehler, Freunde. Die beiden machen einfach ein Lagerfeuer. Unter Wasser. Ja. Feuer unter Wasser. Wer kennt es nicht? Geht das überhaupt? Nein, geht nicht. Also ist das ein Fehler! Woo! Oh shit, ich glaube, da kommen Leute. Okay. Pschuhuhu. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Mal wieder ein bisschen länger. Ihr wollt ja immer, dass ich längere Videos mache und deswegen mache ich jetzt längere Videos. Und es ist auch gut für mich, weil über 10 Minuten ist immer nice. Aber wenn euch das Video wirklich gefallen hat, Freunde, könnt ihr ja einen Daumen hoch da lassen. Folgt mir noch auf Instagram und Twitter und sowas. Die sozialen Medien sind in den Kommentaren, in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, Leute. Geht mal raus in den Wald. Genießt das Wetter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ey, da ist doch was.